machen. Aber zu Miniaturenpark bei Nacht machen wir das nochmal gerne, weil wir nämlich tatsächlich diese Veranstaltung erstmals seit 2018 wieder durchführen. Tatsächlich war es ja so, dass das für uns immer ein Spätsommer-Highlight ist sozusagen und wir eigentlich immer alle 2 Jahre das gemacht haben. Und jetzt ist es tatsächlich wegen Corona 2-mal ausgefallen bzw. verschoben gewesen. Und jetzt freuen wir uns also, dass wir nach 2018 in diesem Jahr Miniaturenpark bei Nacht wieder präsentieren dürfen am 12. August. Samstag, 12. August hier im Miniaturenpark und im angrenzenden Bürgerpark. Und ich freue mich sehr und lade sehr herzlich schon jetzt dazu ein. Und heute zum Auftakt zu diesem Pressetermin startet auch gleichzeitig heute der Vorverkauf für die Tickets. Sodass also alle die, die jetzt schon ganz lange darauf warten, denn wir haben echt viele Nachfragen danach, also ab heute Tickets kaufen können. Das Besondere ist ja tatsächlich, dass wir hier den Miniaturenpark in romantisches Kerzenlicht bringen. Mittlerweile ist es ja nicht nur Kerzenlicht, sondern es sind auch einige der Gebäude illuminiert. Wir haben ja bei den Sanierungen in den letzten Jahren bei unseren Miniaturgebäuden, da wo wir es konnten, auch Innenleben nachgerüstet, will ich es mal nennen. Und in diesem Jahr wird also der Dom zu Halberstadt tatsächlich erstmals aus sich selber heraus erstrahlen. Aber auch Schloss Wernigerode ist beleuchtet und alle anderen Miniaturen sind beleuchtet. Wir haben korrespondierend dazu einen Teil des Bürgerparkes mit beleuchtet, erstmals auch in der Form. Wir werden im August auch die Turmanlage aufhaben zum Miniaturenpark bei Nacht. Wir gehen im Moment davon aus, dass wir die zu Ferienbeginn eröffnen können und auch die wird beleuchtet sein, also so, dass einem ein wirklicher Augenschmaus begegnet, was Licht angeht, was Farben angehen. Und das Ganze wird dann ergänzt mit ganz viel Musik und ganz viel Kunst und Kultur hier in dem Gelände. Ich freue mich sehr, dass wir eine Nachwuchsband aus Wernigerode oder Newcomer aus Wernigerode gewonnen haben für das Bühnenprogramm. Die Band Zweitreise, 9 Musiker, die auf unserer Bürgerparkbühne spielen werden am Abend. Wir haben hier im Miniaturenpark 2 Musiker stehen, auch aus der Region, mit Saxophon und Piano werden da sein. Wir haben Drumfire aus Ilsenburg. Wer sie kennt, weiß, dass das Trommler sind, die quasi auch beleuchtet in der Nacht sozusagen trommeln werden. Wir haben Stelzenläufer da, auch die natürlich beleuchtet, wie es sich zum Miniaturenpark bei Nacht gehört. Am späten Abend dann die Feuershow, die wir schon so oft im Bürgerpark präsentiert haben und die immer unheimlich viele Gäste anzieht und für große Begeisterung sorgt. Für die Kinder wird gebastelt und was passt natürlich zum Miniaturenpark bei Nacht, es werden Lampions gebastelt. Das passt auch ein bisschen zu unserer Städtepartnerschaft mit Heu an, denn wir werden ja wenige Wochen später sozusagen dann auch das Lampionfest auf dem Marktplatz haben bzw. den Heu an Partnerschaftsgarten hier im Bürgerpark einweihen. Also auch das passt wunderbar ins Gesamtbild. Natürlich wird es eine gastronomische Betreuung geben an dem Abend, auch mit einigen Besonderheiten. Freuen wir uns sehr drauf und und wie gesagt, wir laden ab heute ein und freuen uns auf viele, viele Besucher. Und, das will ich an der Stelle auch nochmal sagen, wer schnell ist, hat Glück, denn es gibt eine limitierte Anzahl an Karten bloß. Wir lassen an dem Abend tatsächlich nur 2500 Besucher rein, weil wir wollen, dass das für alle ein schönes Erlebnis wird und es nicht zu eng wird. Also man soll einfach die Miniaturen auch beleuchtet sehen können und man soll in Ruhe durchgehen können durch die Parkanlage. Das heißt also, wer jetzt im Vorverkauf zuschlägt, der kann sicher sein, dass er kommen kann. Mal gucken, ob es überhaupt noch eine Abendkasse geben wird. Vorverkauf ist ab heute gestartet. In der Wernigerode Tourismus GmbH kriegt man die Karten im Vorverkauf. Online gibt es die bei Reservix im Vorverkauf und natürlich auch an den Kassen des Bürgerparks bekommt man Karten. Ja, ich freue mich jetzt schon drauf, mit den Kolleginnen und Kollegen tausende kleine Teelichter anzuzünden. Das ist immer eine Riesenaufgabe, wenn wir die Gläser dann hier im Park stellen. Und da fangen wir immer eine Stunde vorher schon mit an, glaube ich. Einlass ist ab 19.30 Uhr, 20 Uhr geht's los. Und dann hat man bis Mitternacht ein tolles Programm und kann hier, glaube ich, einen wirklich schönen Abend verbringen. Wir freuen uns sehr drauf. Wir würden uns freuen, wenn viele Gäste kommen und sich mit uns freuen. Und
wir freuen uns vor allen Dingen sehr, dass wir endlich nach 5 Jahren so ein tolles Fest mal wieder feiern können. Ja. Ich kann mich loslassen.